Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Und heute habe ich euch den neuesten Streich von Gecko Models mitgebracht, der da hört auf die Nummer 35GM0035. Und zwar ist das der British ATMP with Rescue Stretcher. So, und das ATMP steht für All Terrain Mobility Platform. So, enthalten haben wir insgesamt 22 Spritzlinge plus Ätzteile. Eine Fahrerfigur liegt dabei und auch etwas Ausrüstung, auch das sehr löblich. Dann haben wir 12 Baustufen, die es zu bewältigen gibt, Dekels für 2 Varianten und der Preis liegt bei angenehm 26,50 €. Und ich würde einfach sagen, wir werfen mal einen Blick in die Anleitung, die haben wir hier. Und ich habe mir mal ein paar Daten gemacht. So, das haben die britischen Truppen halt entworfen. Insgesamt gibt es davon 8 Varianten. 2 Tonnen wiegt das ganze Ding, kann bis 1,6 Tonnen kann dieses Gerät tragen. 2 Crewmitglieder sind normalerweise dabei, 64 km/h ist das schnell. Und 2 Nutzerstaaten, Malaysia und Brasilien, nutzen das. Erfreulicherweise ist in der Anleitung hier etwas Deutsches, was man lesen kann, übersetzt von unserem Kollegen oder von meinem Kollegen Thomas Hartwig. Sehr schön. So, dann geht die erste Seite geht dann hier los mit den Piktogrammen, mit den Arbeitshinweisen, was man da so beachten soll. Ganz so im Stile von Tamiya. Und dann haben wir hier die Spritzlingsübersicht. Wir haben relativ viele Spritzlinge, wie ich euch das gesagt habe. Das ist aber dem geschuldet, dass wir halt hier relativ viele kleine Spritzlinge haben. So, dann gucken wir uns das Ganze hier einmal schön an. Da beginnt der Bau mit dem Rahmen. Auch das ist schön zu erkennen. Die Ätzteile sind hier farblich dargestellt in einem, wie soll es anders sein, Messington. Ich denke mal, das passt ganz gut. So, hier dürft ihr selber Hand anlegen. Hier muss nämlich gebohrt werden, damit dort später dann Sachen befestigt werden kann. Das Ganze ist halt als, ja, ich sag mal, 3D hier schön dargestellt. Sollte, denke ich mal, keine Probleme geben beim Zusammenbau. Einzig vielleicht bei den kleinen frickeligen Teilen. So, und die Reifen, die kommen meiner Meinung nach besonders gut rüber. Ich zeige euch gleich auch warum. Die sehen richtig gut aus, schon so im Karton, ohne dass da jetzt irgendwie Farbe dran ist. So, hier geht das Ganze weiter. So, und hier wird es interessant und auch hier eine Besonderheit dieses Herstellers. Hier haben wir nämlich einmal als Zubehör haben wir hier einmal erst die Spiegel, dann hier sind hier Waffen. Das ist ja schon ein alter Bekannter, das hatten wir schon. Dann sind hier für die verschiedenen Einsatzgebiete die Uniformen abgebildet, die man, wie man die bemalen soll. Auch das ist sehr schön. Dort ist die Fahrerfigur. Hier hat ja auch nochmal extra Waffen. Das zeige ich euch mal ein bisschen näher, weil ich finde, das ist schon besonders erwähnenswert, dass man sich das mal anguckt. Alleine hier das Raussuchen schon, das haben die Jungs ja schon in ihren Figurensätzen haben die das ja schon gut gemacht von Gecko Modell. Und dann haben wir hier natürlich die Option 1 in grün. Und hier die Option 2, ja, in Wüstentarnung kann man sehr schön sehen, unterscheiden sich halt in den Farben und dann in den Nummernschildern. So, und ich würde mal sagen, wir kommen mal jetzt zur Hardware, zum Kunststoff. Den haben wir hier. So, und dann fange ich mal mit den Felgen an. Da haben wir 3 Spritzlinge für, 3 relativ kleine Spritzlinge mit großen Rahmen. Die Herstellerangaben des Reifens sind erfreulicherweise hier schon aufgedruckt. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Das habe ich euch ja schon bei dem Einfahrzeug ja vorgestellt. Ist auf jeden Fall für die Detaillierung richtig gut. Kann man hier schön sehen, wie da die Herstellerangaben drauf sind und auch die Detaillierung, dass man da mal einen Eindruck von kriegt. Das sieht richtig, richtig gut aus. So, dann haben wir hier einen kleinen Spritzling mit Kanistern. Entschuldigt bitte. Hier ist der zweite davon, einmal die Vorder- und einmal hier die Rückseite. Und interessanterweise haben die da Spritzlinge genommen, wo drauf steht Deutsche Wehrmacht 1939 Kraftstoff. Finde ich ganz nett. Also eventuell hat ja in irgendeinem britischen Keller
dieses Ding überlegt und wurde dann halt den ATMP dann beigefügt. Also ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick, wenn man nicht genau auf das Produktionsdatum guckt, dann auf jeden Fall ganz nett gemacht. So, dann haben wir hier einen bisschen größeren Spritzling oder ja, also in dieser Machart auf jeden Fall größer. Da kann man sehr schön erkennen, wie das Ganze hier produziert worden ist, hat relativ viele Angüsse, aber bei diesen gebogenen, dünnen Teilen hat das auch seine Berechtigung, da die sonst gerne mal durchbrechen oder kaputt gehen. Ihr guckt euch mal hier dieses kleine Teil an. Ihr seht das mal an meinem dicken Wurstfinger daneben, wie relativ groß das Ganze ist. Ein bisschen Werkzeug ist auch dabei, eine Axt und eine kleine Schaufel. So kann man hier schön sehen, gehe ich mal daran, dass man das schön erkennen kann. So, dann oben das Teil noch, dann machen wir das auch. So, und dann präsentiere ich euch mal hier die Reifen. Einer ist mir gerade schon runtergerollt. Doof auch, dass sie rund sind. So, und wie man hier schon sehen kann, die sind richtig gut gemacht. Und ich habe euch ja vorhin das Pendant gezeigt, dass das hier einfach da vorgeklebt wird, dass man das dann schön ausgefüllt hat. So, und ich halte mal das hier in die Kamera, damit man das schön erkennen kann. So, und ihr seht ja dieses wunderbar toll gemachte Profil hier. So, und die Reifen sind dann hohl. Ihr müsst natürlich dieses Kreuz, was da ist, das müsst ihr entfernen. Und dort wird dann der Reifen eingeklebt oder ich sag mal das Reifeninnenteil, um das halt zu vervollständigen. Dann haben wir hier einen weiteren Spritzing, auch wieder schön mit Kleinteilen. Hier ist auch wieder eine Innenteilfelge, sage ich es mal so. Auch hier sehr schöne Qualität, ist sehr schön dargestellt. Das gefällt mir auch so an diesem Hersteller, dass sie sich da wirklich Mühe geben, das Ganze schön und gut recherchieren, um das dann einfach auch so zu darzustellen. So, weiter geht's hier. Auch hier wieder schöne kleine filigrane Teile, wie man das schön erkennen kann, im Slide-Mode-Verfahren hier hergestellt. Deswegen haben wir hier halt die Detaillierung von allen Seiten. Ich zeige das auch nochmal sehr gerne in der Detailaufnahme. Kann man schön sehen hier auch die anderen Kleinteile. Also da müsst ihr auf jeden Fall eine gute Seitenschneider haben oder ein sehr scharfes Skalpell, um die Teile halt nicht zu abzubrechen oder ich sag mal euch zu verletzen. So, hier sind die größten Teile. Da haben wir das Unterteil. Kann man hier schön sehen, auch hier diese Nietenreihung, die ist sehr schön zu erkennen. Dann hier das Oberteil, diverse kleine Anbauteile, auch hier die Motorlüftung ist sehr schön, sehr gediegen dargestellt. Und auch hier wieder haben wir eine Detaillierung im sogenannten Slide-Mode-Verfahren. Das heißt, dass die Form nicht nur von oben und auch von den Seiten sich bewegen, sondern dass das denn hier auch so schön dargestellt wird. Auch hier nochmal die Aufnahme. So kann man hier schön erkennen. Das Instrumentenpanel haben wir hier ganz da auf der Seite. So, hier das Unterteil ist schön zu erkennen. Dreh das Ganze mal um. So, und da kann man das wunderbar sehen, wie schön detailliert das Ganze ist und vor allen Dingen auch den Detaillierungsgrad der einzelnen Nietungen und so weiter und so fort. Dann habe ich hier schon die Figur, die Fahrerfigur, macht eigentlich einen sehr guten Eindruck. Leider haben wir hier eine Sinkstelle und ein bisschen Fischhaut. Ist nicht so schön. Muss man gucken, ob der nachher seine Hände da so drauf hat oder ob ihr denn da nacharbeiten müsst. Diese Trennungsnähte, die habt ihr beim Kunststoff leider immer. Das liegt einfach an der Herstellungsweise. So, ich hoffe, man kann das mal so hier zeigen. Dreh das mal ein bisschen nach außen, das Bein. So, dass man es hier sehen kann, ja, das kleine Loch, das gehört da nicht hin, da muss nachgearbeitet werden. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass man diesem Fahrzeug halt etwas mehr Leben einhauchen kann, wenn natürlich ein Besatzungsmitglied auf dem Fahrersitz sitzt. So, dann haben wir hier weitere Bauteile für die Figur. Da haben wir nämlich Zusatzausrüstung, kleine Gepäckstücke, Munitionstaschen und so weiter und so fort. Und hier ist der Spritzling mit den Mumpeln. Kann man sehr schön sehen. Hier haben wir die Waffen. Auch hier leider ein bisschen
Fischhaut, die dann verarbeitet werden muss. Nichtsdestotrotz ein schöner Gimmick, der damit herkommt. Hier einmal die Handfeuerwaffen und hier die Maschinengewehre. Kann man sehr schön sehen. So, das dargestellt. Ein bisschen Fischhaut sollte man auch schon sehen. Hier die zusätzliche Ausrüstung für unser Mannequin. Auch das hier sehr schön zu erkennen. So, dann haben wir hier die Liegen. Die haben wir insgesamt zweimal dabei. Auch hier, die kann man schön erkennen. So, und die haben eine sehr schöne Strukturierung. Also man kann diesen Stoff schön erkennen. Hier ist das Ganze sogar zusammengebaut dargestellt, also zusammengeklappt, wenn man das nur von links nach rechts macht. Dann hier die entschuldigt bitte, die Halterung. Auch das ist sehr schön dargestellt. So, gibt das Ganze hier mal so schön weiter. So, kippt das hier mal ein bisschen, damit man das sehen kann. Ja, da sollte man das gut erkennen können, wie diese schöne Stoffstruktur da abgebildet worden ist. Von hinten auch nicht schlechter zu erkennen. Also, da hat der Hersteller sich wirklich Mühe gegeben, das Ganze, um das mal zu zeigen, um das darzustellen. Also, das gefällt schon richtig, richtig gut. So, dann haben wir hier noch ganz viele Teile für die Reifen. Die lege ich jetzt mal hier hin. Das sind insgesamt 4 Stück. Um die anderen sind ja natürlich 6. Haben wir hier. Habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Deswegen lege ich sie nur einmal der Vollständigkeit hin, damit man sich das Ganze einmal zu Gemüte führen kann. Packe es auch wieder schnell weg. Und dann haben wir hier einen Spritzling, der zweimal daherkommt. So, knister, knist. Und den packe ich jetzt mal hier hin. So, und auch hier wieder sehr kleine, feine, filigrane Teile kann man hier sehr schön erkennen. Auch hier ist Leitmull-Verfahren, das heißt, dass dieses Teil hier hohl gegossen ist, das hier auch. Ich zeige euch das gleich nochmal in Detail, eine Aufnahme. Dann haben wir hier für den Sitz eine Polsterung. Auch die wurde ja wiedergegeben mit Dellen da drauf. Ich hoffe, dass man, ja, das kann man wunderbar, ups, entschuldigt bitte, das kann man ja wunderbar sehen, wie das denn da drauf ist. Also da sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Das sollte soweit alles schön sein. Hier ist die Qualität vom Guss auch wesentlich besser. Dann habe ich hier noch ein kleines Zellophan-Tütchen, was ich hier schon geöffnet habe, genau, mit Klarsichtteilen. Viele sind ja bei diesem Bausatz nicht dabei. Warum auch, ist klar, ihr habt ja das gesehen, wie das Fahrzeug aussieht. Das ist relativ dick, das kommt schon fast an Panzerglas ran. Das Kunststoff ist sehr klar. Warum erwähne ich das? Leider ist bei einigen Herstellern das Kunststoff nicht so klar. Das ist so ein bisschen milchig, so ein bisschen grieselig. Das haben wir hier nicht. Und zum guten Schluss habe ich hier noch 2 Sachen für euch. Einmal einen, ja, mittelgroßen Ätzteilbogen und dann hier die Dekels, die ja auf einem babyblauen Untergrund daherkommen, kann man sehr schön sehen. Da sind hier die Nummernschilder, da sind hier einige ja, Hinweise. Dann haben wir hier den Tacho und hier noch ein paar Zahlen zur Verfügung. Geht damit mal näher ran, damit man das schön sehen kann. Hat einen sehr, sehr dünnen Trägerfilm, das Ganze. Sieht auf jeden Fall sehr vernünftig aus. Kann man, denke ich mal, schön was mit anfangen. Auch hier die Ätzteile, ihr seht das, sind sehr dünn und filigran. Also oft mit hin und her biegen wird da nicht sein. Da macht es nämlich knickknack und dann ist ein bisschen mehr Arbeit als vorgesehen. Gut, dann sind wir mit der Vorstellung soweit durch. Ich bewaffne mich nochmal mit meinem Karton hier, zeige euch gleich nochmal hier in den Detailaufnahmen, was der Hersteller so wirbt, was er da so zeigt. Da haben wir den Ätzteilbogen, da haben wir den Dekel, die Figur, dann ein QR-Code, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auf der anderen Seite, da kann man oder eine 3-Seiten-Ansicht sehen oder sogar 4 Seiten, was dieses Fahrzeug dann in den unterschiedlichen Farben so eher auszeichnet. Dann, ja, sage ich mal, für den Preis hat man einen sehr schönes Modell, was ganz außergewöhnlich ist, ist auch, glaube ich, jetzt in Spritzguss, soweit ich informiert bin oder mich informieren konnte, wirklich das erste, ist soweit gediegen. Ich habe mir vorher Bilder angeguckt, sieht auch sehr vernünftig aus. Wie gesagt, es gibt 8 Varianten. Diese Krankentransportvariante ist eine von diesen 8, wird derzeit von 3 Staaten genutzt.
Qualität habt ihr gesehen. Ein bisschen Fischhaut ist dabei. Die Figur, wie gesagt, hat kein Einschussloch, sondern das ist halt eine Sinkstelle. Denke ich mal, das kann man mit Hausmitteln beheben. Dann, wie immer, zum Schluss, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir freuen uns da riesig drüber oder abonniert uns. Auch das macht uns sehr froh. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Christian.